Das führt zu der Frage, was sind die Ursachen und welches ist der Zweck des Zorns Gottes? Was wird das Ende davon sein? Ursachen und Zweck des Zorns Gottes. Diese Frage Daniels bezieht sich auf den Schwur des in Leinen gekleideten Mannes, der sprach, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. So lesen wir in Daniel 12, Verse 7 und 8. Eine direkte Antwort auf seine Frage erhält Daniel nicht. Man könnte auch fragen, was wird das Ergebnis der großen Drangsal sein? Gibt uns die Auswahl der folgenden Bibelstellen eine Antwort darauf? Etwa folgende. Mit Maßen, als du es, das heißt Israel, verstießest, hast du mit ihm gerechnet. Er scheuchte es weg mit seinem heftigen Hauch am Tag des Ostwindes. Deshalb wird dadurch gesühnt werden die Ungerechtigkeit Jakobs, und dies ist die ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde. Jesaja 27, 8 und folgende. Oder, denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Frieden. Fragt doch und seht, ob ein Mann gebiert. Wehe, denn groß ist jener Tag, ohne Gleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch es wird aus ihr gerettet werden. Ich habe dich geschlagen mit dem Schlag eines Feindes, mit grausamer Züchtigung wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit. Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen. Jeremia 30, die Verse 5 und folgende und 14 und 17. Und weiter. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Doppeltes empfangen hat für alle ihre Sünden. Jesaja 40, Verse 1 und 2. Und dazu können wir Lukas 12, Vers 59 vergleichen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Eine andere Stelle. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Das ist Daniel 9, Vers 24. Während der großen Drangsal betrachtet Gott Jerusalem noch nicht als seine, sondern als Daniels Stadt. Er schlägt es mit dem Schlag eines Feindes. Er verstößt es und scheucht es weg. Alles geschieht wegen seinen Sünden. Aber am Ende wird Gott seine Schläge heilen. Die Schuld wird abgetragen und die Ungerechtigkeit gesühnt sein. Eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Man ersieht daraus zweierlei. Erstens, Gott verfährt mit denen, die in der jetzigen Heilszeit durch Glauben seine Kinder geworden sind, niemals auf die Art, wie es in der großen Drangsal geschieht. Zweitens, Gott verfährt nach der Drangsal mit seinen Widersachern ebenso hart wie mit Israel, aber ihre Schuld wird dabei nicht abgetragen. Der Unterschied zwischen Israel und den Feinden Gottes bzw. den Feinden Israels ist folgender. Denn ich werde alle Nationen, wohin ich dich zerstreut habe, den Garaus machen. Nur dir werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich nach Gebühr züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen.
Jeremia 30, Vers 11. Du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, spricht der Herr, denn ich bin mit dir, denn ich werde den Graus machen allen Nationen, wohin ich dich vertrieben habe. Aber dir werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich nach Gebühr züchtigen und dich nicht ungestraft lassen. Jeremia 46, Vers 28. Dem lässt sich noch eine Stelle aus Maleachi Kapitel 3, die Verse 17 bis 21 hinzufügen. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu stoppeln werden, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Was wird das Ende davon sein? Diese Frage Daniels bezieht sich auf den Schwur des in Leinen gekleideten Mannes, der sprach, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. So lesen wir in Daniel 12, Verse 7 und 8. Eine direkte Antwort auf seine Frage erhält Daniel nicht. Man könnte auch fragen, was wird das Ergebnis der großen Drangsal sein? Gibt uns die Auswahl der folgenden Bibelstellen eine Antwort darauf? Etwa folgende. Mit Maßen, als du es, das heißt Israel, verstießest, hast du mit ihm gerechnet. Er scheuchte es weg mit seinem heftigen Hauch am Tag des Ostwindes. Deshalb wird dadurch gesühnt werden die Ungerechtigkeit Jakobs, und dies ist die ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde. Jesaja 27, 8 und folgende. Oder, denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Frieden. Fragt doch und seht, ob ein Mann gebiert. Wehe, denn groß ist jener Tag, ohne Gleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch es wird aus ihr gerettet werden. Ich habe dich geschlagen mit dem Schlag eines Feindes, mit grausamer Züchtigung wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit. Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen. Jeremia 30, die Verse 5 und folgende und 14 und 17. Und weiter. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Doppeltes empfangen hat für alle ihre Sünden. Jesaja 40, Verse 1 und 2. Und dazu können wir Lukas 12, Vers 59 vergleichen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen,
bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Eine andere Stelle: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Das ist Daniel 9, Vers 24. Während der großen Drangsal betrachtet Gott Jerusalem noch nicht als seine, sondern als Daniels Stadt. Er schlägt es mit dem Schlag eines Feindes. Er verstößt es und scheucht es weg. Alles geschieht wegen seinen Sünden. Aber am Ende wird Gott seine Schläge heilen. Die Schuld wird abgetragen und die Ungerechtigkeit gesühnt sein. Eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Man sieht daraus zweierlei. Erstens, Gott verfährt mit denen, die in der jetzigen Heilszeit durch Glauben seine Kinder geworden sind, niemals auf die Art, wie es in der großen Drangsal geschieht. Zweitens, Gott verfährt nach der Drangsal mit seinen Widersachern ebenso hart wie mit Israel, aber ihre Schuld wird dabei nicht abgetragen. Der Unterschied zwischen Israel und den Feinden Gottes bzw. den Feinden Israels ist folgender: Denn ich werde alle Nationen, wohin ich dich zerstreut habe, den Garaus machen. Nur dir werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich nach Gebühr züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Jeremia 30, Vers 11. Du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, spricht der Herr, denn ich bin mit dir. Denn ich werde den Garaus machen, allen Nationen, wohin ich dich vertrieben habe. Aber dir werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich nach Gebühr züchtigen und dich nicht ungestraft lassen. Jeremia 46, Vers 28. Dem lässt sich noch eine Stelle aus Maleachi Kapitel 3, die Verse 17 bis 21 hinzufügen. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu stoppeln werden, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen.